Die Gästeliste der letzten Jahre Talk im Bock liest sich wie das Who is Who der deutschen Prominenz. So zum Beispiel der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein, der bekannte Fernsehjournalist Dieter Kronzucker oder Handball-Bundestrainer Heiner Brandt. 100 Mal Talk im Bock, das bedeutet auch 100 Mal Vorbereitungen treffen für Gastgeber Bernd Dassel. Ans Aufhören denkt der Mann Jahrgang 46 noch lange nicht. Sein Antrieb jeden Monat: Ich will nicht so lange zu Hause sein, wir haben so eine feuchte Wohnung. Ja, und da muss ich gucken, dass ich mich irgendwo warm halten kann. Und das ist eine Festhalle oder im Boxsaal, ist das alles ganz wunderbar. Und andere Leute gehen Golf spielen, ich gehe eben talken. Zur 100. Ausgabe fand mit Dietmar Hopp, einer der reichsten und auch wohltätigsten Männer Deutschlands, den Weg nach Leutkirch. Mit seiner ganz eigenen Art zu fragen, schafft es Bernd Dassel immer wieder, die wahre Person hinter den oft prominenten Gästen aufzudecken. Dassel erinnert sich: Was schon für mich ganz, ganz überraschend war, war, dass Udo Lattek, der so ein harter Hund ist oder als harter Hund immer so gelabelt ist, auf der Bühne plötzlich anfing zu weinen, als wir über den Tod seines Sohnes gesprochen haben, der mit 14 an Krebs gestorben ist. Und das ist, glaube ich, 25 Jahre her gewesen. Also das hat den heute noch so mitgenommen, dass er dann auf der Bühne wirklich anfing zu heulen. Ganz so emotional ging es gestern jedoch nicht zu. Dazu ruhte der Gast einfach zu sehr in seiner Mitte. Souverän und ruhig wirkte Dietmar Hopp. Der Mann, der das Softwareunternehmen SAP mitbegründet hat und sich so ein Milliardenvermögen aufbauen konnte. Trotz des Erfolgs, abgehoben schien Hopp nicht zu sein. Ich war immer ein Mensch, der das Risiko nicht gescheut hat, um auch die Chancen, die sich im Berufsleben bieten und sonst wo bieten, zu nutzen. Bei der Gründung der SAP ist sicherlich, das war ein Risiko, aus einer gut dotierten Position der IBM herauszugehen und eine Firma zu gründen. Aber auf der anderen Seite war ich und auch meine Kollegen natürlich, wir waren so überzeugt davon, dass wir zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Karte setzen. Und das hat sich auch bestätigt. Bekannt ist Dietmar Hopp außerdem als Sportmäzen. So fällt sein Name immer auch im Zusammenhang mit dem Fußball-Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim. Ein Verein, bei dem er in seiner Jugend selbst Fußball spielte und dem er mit einem neuen Stadion ausgeholfen hat. Wenn 1899 verloren hat, samstagsabends haben sie trotzdem eine ruhige Nacht oder schlafen sie da nicht? Oh, das trifft mich mehr, als wenn die Aktie fällt. Ich habe Glück gehabt in meinem Leben, dass ich zum rechten Zeitpunkt, wie ich eben sagte, auf die richtige Karte gesetzt habe. Wir sind erfolgreich geworden, wir sind reich geworden dadurch und das hat uns diese Gesellschaft ermöglicht. Es war nicht unsere Genialität, sicherlich mal viel Fleiß dabei, vielleicht auch Können, aber es war in allererster Linie Glück. Und wenn man dann zu solchem Reichtum kommt, finde ich, hat man die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, den Mitmenschen gegenüber zu teilen. Und das habe ich getan, nichts anderes. Verantwortung gegenüber den Schwächeren, Förderung und Entwicklung von Jugendlichen und Hilfe für die, die sich selbst nicht helfen können. Das sind Schlagwörter, die er immer wieder sagt und die er nicht nur als Lippenbekenntnisse versteht. Ich fördere sowohl im Handball wie im Fußball natürlich sehr viel stärker noch, aber auch im Eishockey und im Golfsport die Jugend. Und die Jugend wird nicht nur einseitig gefordert in Richtung, ihr müsst Hochleistungssport machen. Nein, das ist Breitensport. Es wird dort sehr viel Wert gelegt auch auf Bildung, Ausbildung und, was ganz wichtig ist, soziale Kompetenz. Die Integration ausländischer Kinder in diesen Jugendbereichen sind eine Selbstverständlichkeit und eine Notwendigkeit. Rund 250 Millionen Euro hat er schon für soziale Belange ausgegeben, ohne viel Aufhebens darum zu machen. Typisch für ihn, als er am Schluss des Talks die gesammelten Spenden des Abends einem wohltätigen Zweck zuführen sollte, verdreifachte er einfach mal die Summe. So erhalten, ebenfalls typisch Hopp, die Fußballjugend des FC Leutkirch und des FC Wangen Geld. Aber auch die Leutkirche Hilfsorganisation Wir helfen Afrika. Am Ende der Veranstaltung rückte nochmals Bernd Dassel ins Rampenlicht. Er durfte sich ins Goldene Buch der Stadt Leutkirch eintragen. Ein außergewöhnliches Ende der Veranstaltung. Aber sicherlich noch lange nicht das Schlusskapitel von Talk im Bock.